Mein Name ist David Schachen. Ich bin der David Lütsch. Und mein Name ist Stefan Wögerbauer. Ziel der Diplomarbeit war es, eine automatische Abfüllanlage zu erstellen, welche hauptsächlich für Präsentationszwecke verwendet wird. Diese enthält 4 Abfüllstationen, welche in ein darunterliegendes Gefäß Flüssigkeiten abfüllen. Dieses Gefäß wird dann mit einem Förderband positioniert. Die Aufgaben der Diplomarbeit waren, einen mechanischen Aufbau zu erstellen. Dazu wurden Sensoren und Aktoren ausgewählt, welche über eine elektrische Hardware angesteuert wurden. Dazu wurde eine Steuerung mittels eines Mikrocontrollers realisiert, sowie die Bedienungseinheit wurde erstellt. Die Benutzereingabe erfolgt über ein Display und einen Raspberry Pi. Der kommuniziert mit der Hauptrecheneinheit von der Anlage, welche dann die Befehle verarbeitet und dementsprechend die Aktoren bedient. Man kann auch die ganze Anlage mittels Android-App bedienen und die Anlage wird eben da visualisiert über das Display. In dieser Ausführung hat die Anlage nur Anwendung für Ausbildungs- und Werbezwecke. Für die Anwendung im Lebensmittelbereich müsste die Anlage mit lebensmittelechten Sensoren und Aktoren ausgestattet werden. Ein wichtiger optischer Faktor dieser Diplomarbeit ist das verbaute Förderband. Dieses dient dazu, den Becher unter der jeweiligen Abfüllstation zu positionieren, um anschließend eine bestimmte Dosis abzufüllen. Um die Effizienz der Anlage zu steigern, sollte man das Förderband weglassen, da dies die Abfüllzeit verringern würde. Eine Schwierigkeit war die Programmierung der Steuerung, da mit dem Mikrocontroller sehr viele Aktoren und Sensoren ausgewertet bzw. angesteuert werden mussten. Ein kleiner Denkanstoß aus dem Internet hat uns auf diese Idee gebracht.